Hallo, ich meine Freunde, und damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS 17 auf der Hermannseck zusammen mit den Garderoll und den Hallo. Berners. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich hatte übrigens zwischen den letzten Folgen, also der Randy geht ja sofort offline, weil er keine Sekunde länger ist, mit uns aushält. Ich habe mich wenigstens noch um die Tiere gekümmert, die sind jetzt glücklich und ihr müsst das jetzt nicht wieder ertragen. Moment. Das heißt, ich kann jetzt irgendwas anderes machen. Unsere Schweine haben gesagt, sie haben seit 3 Wochen nichts zu beißen bekommen. Die Schweine, Weizen und Gerste, da hat man doch extra was für angebaut, oder wie war das? Ja, irgendwie. Ja, Gerste sehe ich gerade an. Ich bin gerade dabei, ein bisschen Stroh reinzuhauen. Was haben wir denn in unserem Automaten hier drin? Ach so, das sind die anderen dann, ne? Ja, die anderen Tiere. Weizen und Gerste haben wir hier, aber im anderen Lager. Dann können wir die Gerste kommen hier raus. Also Schweine fressen keine Gerste. Doch. Okay, ich fütter die mal eben. Okay. So viel sind die Manchfütter, keine Tiere. Naja. Wer hat denn hier die Ballen hingeschmissen? Du, weiß auch nicht. Ah, Werner. Nee, Werner, was ist nur los mit dir? Es gibt manchmal Sachen, die muss man einfach machen. Oh, was für ein geiles Gewicht hat der hier drin. Du. Kann man eigentlich mit dem Frontlader, das hatte ich glaube ich schon mal gefragt, kann man mit dem Frontlader aus dem Silo hier, aus dem Silo rausnehmen? Nee, ne? Glaube nicht. Er glaubt es nicht. Aber probieren wir über studieren, ne? Ne, ist richtig. Ja, ja. Also zumindest so Düngerzeug und so ging nicht. Das haben wir ja schon mal probiert. Ah, jetzt ist das wieder andersrum. Ich hatte ja bei Kettle und Kopf ja aufgenommen mit der, ne? Ballenhandling und Dings. Ja. Und hier ist es wieder genau andersrum. Jetzt bin ich wieder ganz verwirrt. Ja, weil du so viele Simulatoren spielst. Eigentlich im Moment gar nicht, aber es gibt ein paar fantastische Releases, weil du ja dir Sorgen machst um meine Programmvielfalt. Auf Garderoll Deluxe demnächst wieder gibt es schöne neue Spiele. Im November geht's voran. Nein, möchte ich noch nicht sagen. Oh. Das ist noch geheim. Ich hoffe nur, dass da die Bullen nicht wieder vorbeilaufen. Hallo? Das heißt. Der Bullen, also. Ihr wisst schon. Ihr wisst schon, wer. Ach so, die Bullen, ja, okay. Ich möchte jetzt nicht erwähnen, um wen es hier geht in diesem fantastischen Spiel, welches wir hier gemeinsam exklusiv vorab spielen. Mein Name ist Garderoll, spezialisiert auf exklusive Vorschau-Let's Plays zu... Was? Jetzt verstanden? Falsches Spiel, ja. Ja. Garderoll, der Spezialist für Schwarzbild, Kappe. Ah, das hat das sich, war schon ein bisschen her jetzt. 2 Jahre, ja. Genau, ne? Das ist schon, hat sich ein bisschen breit getreten. Ziemlich genau 2 Jahre, glaube ich sogar. Ja. Bald 2 Jahre. Ja, schade, jetzt haben wir ja gar keinen mehr, der sich darüber lustig machen soll, dass nochmal passieren. Jetzt Batman. Aber es passieren dafür ganz andere schöne Dinge. Ist richtig. Auch Werner hat Themen mitgebracht, das ist cool. Ja, diese unser Aufruf wurde ja mehr oder weniger erhört. Ja. Mehr oder weniger, sagen wir jetzt mal so. Aber ich bin schon, also ich glaube, dass es schon ganz gut ausgegangen ist, oder nicht? Ja, also es haben am Ende, und das ist halt die Sache, die halt ärgerlich ist. Ich habe mal ausgerechnet, dass wir insgesamt eine Reichweite von 1,6 Millionen Menschen hatten. Natürlich minus Doppelungen, die ich jetzt nicht berechnen kann. Und 1,6 Millionen Menschen haben wir aufgerufen. Einfach nur mal eben Handynummer eingeben, 3 kurz. Und es haben am Ende 9 Menschen bei über 6.000 Stimmen oder 6.000 Abstimmungsstimmen gefehlt, was natürlich dann schon ein bisschen traurig war, bin ich ganz ehrlich. Aber kann verkünden, die Puppe wird jetzt gekauft, es wird ja noch ein paar Mal Streuselkuchen verkauft, dann ist passt und gut ist. Wieso kann ich jetzt nicht aufladen hier? Das ist schön. Also ist, im Großen und Ganzen kann man sagen, Ziel erreicht. Ziel erreicht, wobei ich jetzt noch darauf warte, dass die mal sagen, was das kostet und wenn das jetzt nicht signifikant über 3.000 Euro ist, dann wäre ich schon dafür, im Plan B anzugehen. Ja. Ich meine, so Streuselkuchen in der Kälte verkaufen ist auch ein bisschen blöd. Ja, ist ein bisschen letztendlich doof. Haben wir es ja verkackt. Wir haben ja 9 Leute, dann müssen wir das auch ausbaden. So. Das ist richtig. Ich fühle mich auch jeden Tag schlecht, wenn ich ins Bett gehe. Ja. Damit meine ich im Wesentlichen mich. Was ihr macht, ist mir doch egal. Wieso kann ich ihn nicht abladen? Ja, weiß ich nicht. Aufladen, kann vollladen. Auch. Muss ich da irgendwas machen im Silo noch? Nee, ne? Muss man das von Hand machen? Also ich versuche immer auszusteigen, dreimal rechts, einmal links, zweimal klatschen und dann nochmal einsteigen. Dann geht's meistens. Also aussteigen mache ich mal. Sonderschüler, jetzt also. Befüllung starten. Ah, man macht das am Silo selber. Okay, ja, doch. Sehr gut, Werner. Ja, kein Problem.
Wie viel brauchen die Schweine denn? Mal gucken. Bei den Schweinen sagst du immer so ein Maul voll. Sag mal, warum kann ich denn hier kein Wasser holen? Ich hatte das Problem schon mal. Wo bist du denn jetzt? Ja, in Flussnähe. Fahr doch einfach rein. Ja, das haben wir auch gedacht, aber dann haben wir eine Maschine weniger. So, da ist doch extra der Weg durch den Fluss, wo du ins Dorf fährst. Ja. Wenn du da reinfährst, geht das nicht? Das ist in der Theorie super. Hm? Nur ich in der Praxis habe ich das auch gehört. Das habe ja sogar ich hinbekommen. Und das. Ach so. Also, das wäre mir jetzt an der Stelle aber wirklich peinlich. Ist das ein Maßstab für mich, wenn du es hinbekommen hast? Man sagt so, dass ich in allen Spielen immer ungeschickt bin. Okay. Ich halte das ja für ein Gerücht, ehrlich gesagt, aber. Ja, man munkelt. Bringst du dann auch für die Schweine Wasser mit? Weil die haben mich ja auch schon ganz komisch angeguckt. Als die Wasser gehört haben, die sind alle sofort angelaufen gekommen. Ja, ich mache mal das Ding voll und dann gucke ich mal, mache ich 50-50 wahrscheinlich. Oder haben wir bei den Kühen schon Wasser reingeworfen? Weiß ich mal. Ja, wir haben da schon ein paar Mal reingeworfen. Wir können auch da eine Pumpe kaufen, aber ist ja langweilig. Ja, geil wäre ja, wenn man eine Pumpe und so ein paar Schläuche kaufen könnte und das zusammenstecken und dann. Das wäre cool, aber leider. Falsches Spiel. Aber Mais bräuchten wir auch mal. Ja, wir sind nochmal kurz, um den Schlenker mal zurückzumachen, das Thema zuzumachen. Also, vielen Dank an alle, die abgestimmt haben, auch im Namen von Sascha. Auch an euch, danke, dass ihr mitgemacht habt, das unterstützt habt auf Facebook. Und unseren Videos bei Randy und der Ansgar hat ja auch mitgemacht. Und noch ein anderer sehr großer YouTuber hat auch mitgemacht. Es haben Publisher mitgemacht. Es haben, also wirklich, wir, also von meinem Team, wir haben echt da gesessen und geguckt, so, wo sind die Telefonjoker? Bei mir war das so, mich hat der Ehrgeiz irgendwann so gepackt. Ich habe auch davor gesessen, ich bin hier im Kreis gelaufen. Weil, ne, dann ist man mit Herzblut bei so einer Sache dabei und. Weißt du, was das Schlimme daran ist? 6 Stimmen, 9. Auch das. Und zweitens war ich genau in der gleichen Situation wie du. Ich habe auch die ganze Zeit F5 gedrückt auf der Seite und. Aber ich kann nichts machen. Das ist mein großes Problem daran, ne? Ja. Also ich hätte gern vielleicht irgendwie mal abgevotet oder sowas, aber aus Österreich kannst du das sowieso nicht machen, deswegen kann ich doppelt nichts machen. Ja, sie haben es auch, es war auch gut gespielt. Also was auffällig, es war halt eine Sache sehr auffällig und das finde ich jetzt auch noch ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich ja glaube ich auch schon im Video angesprochen. Die Abstimmungsverläufe waren sehr auffällig, ich sag's mal so, ne? Also wenn wir irgendwo an einer Stelle groß gepostet haben, kamen von uns selbstverständlich innerhalb von kurzer Zeit sehr viele Votes rein. Die in Anführungszeichen Gegenseite hat dann immer relativ zügig nachgezogen. Und das ist immer ein bisschen sehr verdächtig bei so Sachen. Weil normalerweise müsste man sagen, das müsste unabhängig voneinander laufen. Ist ja nicht so, dass da jemand jetzt sitzt und dann plötzlich dann irgendwie auch dann 200 Leute anruft. Ich sag mal, das war sehr auffällig. Aber naja, wir wollen kein schlechter Verlierer sein. Wo haben wir eigentlich Schafe? Alter, was machst du da? So, was kann ich jetzt machen? Also die Tiere sind soweit mehr oder weniger glücklich. Was machen wir? Ich bring gerade noch ein bisschen Wasser hoch. Der Randy ist fleißig in der Bodenbearbeitung, sagt er. Richtig. 105.000 hätten wir auch noch zur, zum Raushauen. Ich hab gar nicht eingeloggt, dann seid ihr heute mal mit Einkaufen drin. Ich hätte gern Pony. Nee, erst einmal ist 19. Ach, schade. M? M? Ja, M hört sich so an. M und M, ja. Schokolade und Schokolade. Nee, aber im Endeffekt, wir haben ja die Woche wieder eine Themenvielfalt am Schlüssel. Ach, das ist Randy hat. Ach, da ist er wieder. Am absoluten Wahnsinn, ja. Zum Beispiel China, ja. China, ich wurde bedroht, geschlagen und fast ausgeraubt. Ja, featuring Kuchen TV, offizielles Musikvideo. Das haben wir. Dann, den Fall. Können wir sofort drüber sprechen? Können wir die nächsten Themen schon mal geheim halten, damit es spannend bleibt? Sonst sagen die Zuschauer, brauche ich die ganze Staffel nicht einschalten. Ja, gut. Also, was war passiert? Es hat eine Auseinandersetzung gegeben. Jetzt, also, ich bin ja hier der antifeministische, nicht gender, nicht links-grün versiffte, der jetzt ganz klar sagen muss, ja klar, dann haben die sich ein bisschen gekebbelt und weil sie eine Frau war, ist der Mann aus der Wohnung geflogen, wie immer.
Entschuldigung. Die Dislikes heute bei Garderol, danke. Nein, aber mal ganz kurz, Real Talk. Glaubt ihr wirklich, wenn ihr Polizei seid, ihr geht in eine Wohnung, Frau heult, Mann heult, beide haben Kratzer an den Händen, wer fliegt raus? Immer der Mann. So. Also, bitte. Wo ist da alles Schwatzer? Oder ja, aber oder deswegen, das heißt? Ist auch genau der Grund, warum immer der Mann die Kreditkarte mit hat. Immer für solche Situationen, dass man sich ein Hotel leisten kann. Ja, das war schon sehr bitter. Aber, ne, also ich meine, finde das schon ein bisschen komisch. Aber gut, wo ist da die Gleichberechtigung? Die Sache wirkt im Allgemeinen. Also ich hatte das, wo ich das gehört hatte, er hat Hausverbot in seiner eigenen Wohnung. Da habe ich erst gedacht, das geht gar nicht. Doch, das geht leider. Gut, nach kurzer Recherche habe ich bekommen, das geht. Wo man so denke, ja, also Kollege hat so ausgedrückt, ich würde drei Kollegen nehmen, würde dort reinmarschieren. Nee. Und dann wäre die Wohnungsmitglieder meins. Diese Tipps bitte nicht befolgen, liebe Kinder. Wenn ihr eure Frau verprügelt habt und dann wieder in die Wohnung wollt, bitte das nicht machen, ja? Warte, das klingt jetzt gerade mega abstrus. Liebe Kinder, wenn ihr eure Frau verprügelt habt. Hä? Sollte euch eure Freundin mal verprügelt haben und ihr fliegt aus eurer Wohnung raus, ja, holt euch einen Anwalt. Ja, das ist nicht Cosimos. Ich weiß auch, die kostet 1,4, habe ich gehört. So. Nur? Okay. Ungefähr. Wo? Ja, Werner, was sagst du dazu zu der ganzen Geschichte? Hast du mitverfolgt? Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, ne? Dass das wieder mal so ein Ding ist, so, komm, lass mal machen, die Reichweite fehlt. Nee. Nein. Ja, weiß ich nicht. Bei dem ist alles drin. Kuchen hat ja nur nicht wenig Aufmerksamkeit. Und ja, Kuchen und hat ja auch genug Scheiße am Lohn. Und er ist auch derjenige, der sehr massiv anprangert, wenn andere Leute das machen. Wenn er das einmal macht und damit auffliegt, ist er weg. Weg, weg? Weg, weg. Weg. Würde ich jetzt mal sagen. Okay. Also, keine Ahnung, also ich würde mich das nicht trauen in seiner Stelle, aber so. Ich würde sowieso nicht machen, ihr kennt mich aber. Sie kennen mich. Ich kann mir das Drama ja schon fast wieder vorstellen, ne? Gerade jetzt weil kommt. Die Kleine dann ja mit den anderen und so, ne? Ja, das. Ja, das ist, ja. Also, die Frage ist halt. Die Frage ist halt, ja. Ist das einfach aus einer Laune rausgesagt worden? Weil es einfach so, hau mal was auf den Tisch? Oder ist es einfach. Ja, meine, er hat es ja gesagt, sie hat es gesagt. Sie hat es ja dann im Livestream gemacht gegen 22 Uhr an dem besagten Tag. Genau, hat er gesagt, und er hat gesagt, sie arbeitet im Hotel, ja, kein Wunder, manchmal braucht man da neue Matratzen oder irgendwie sowas. Ja, was? Aha. Und hat so in die Richtung, habe ich das verstanden? Vielleicht ist mein Gedächtnis da nicht ganz richtig. Ich hatte dann nur gehört, keine Ahnung, sie, also, sie hatte okay, sich Alexa dann will getrennt. Mitreden, sagt er. Ja, ja. Alexa. Alexa, stopp. Gut. Oh, der Mann hat gesprochen, ja. Ich hatte das so aus dem Livestream verstanden, die hatte sich getrennt, weil er angeblich immer so viele Ausraster hätte. Ja, dann hat sie sich mit einem anderen Jungen getroffen und dann ist es halt passiert, Kappa, ne? Also im Endeffekt in einer schwachen Minute getroffen oder, kann ja auch so sein, ja, der Kuchen, der war nicht so ganz kuchenhaft, ja? Und es gibt ja nun mal weibliche Wesen, die setzen darauf sehr viel Wert, ja? Und kuchenhaft? Ja. Was willst du so kuchenhaft oder sagen wir es einfach mal so, der Kuchen hat nicht genug gekrümelt. Du willst sagen, dass die Zuckerstange. Nee, lassen wir das jetzt. Ja, genau. Die Zuckerstange war halt nicht so ganz. Mehr scheinbar, der bringt's ne? nicht, oder was? Ja, scheinbar. Ne? Und dann gibt's ja solche weiblichen Damen, die legen ja extrem viel Wert weibliche auf. Weibliche Damen. Es gibt natürlich auch männliche Damen, liebe. Ja, gibt's ja auch. Linken, ne? Mit Sternchen dann. Ja, ja, aber, weißt du, und sowas gibt's dann ja auch. Und dann kann's ja schon mal so sein, und dann suchen sie sich halt dementsprechend einen besseren. Ne? Aber wenn das dann halt mal aufliegt, ja, dann hast du die Geschichte der Geschichten halt, ne? Alter, das könnte ein dramatisches Ende sein. Das sieht total bescheuert aus. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Geht nicht, oder? Ja, ich habe schon. Hast du es mal in dem anderen Feld versucht da hinten, in dem anderen Aufnahmefeld? Nee, ich sehe gerade, dass es voll ist. Alles gut. Nichts passiert. Ich hab jetzt setzt du einfach da liegen. Alter, ja, dann wird er nicht schlecht, weißt du? Entschuldigung, Randy. Ja. Ich räume übrigens die Maschinen weg, weil ich ja nichts zu tun habe. Ich sag's nur. Ich würde gerne was kaufen, aber das können wir nichts davon machen. Du könntest dir, glaube, wenn wir noch einen Traktor frei haben, die Saatmaschine schnappen und auf Feld 11 und 12 noch Gerste reinhauen. Das wäre die nächste Frage, ob wir eine größere Saatmaschine noch haben, damit es mal ein bisschen zügiger geht, wenn wir größere Felder holen wollen. Aber ich glaube nicht, ne? Lass also jeweils nicht, was zum Yang-Yang passt. Naja, eben. Das haben wir keinen Big Button, ne? Haben wir ja leider nicht drauf. Na, schade. Aber
Aber wir waren doch gerade bei der Zuckerstange. Ja, genau. Ja, ja. Mit dem, ja, das könnte halt ein tragischer Umstand gewesen sein. Ich meine, zum Nachdenken ich übrigens das Wort Zuckerguss in dem Zusammenhang, das hat so viele Ebenen, wenn man da mal kurz drüber nachdenkt. Ja, ja. Ich glaube, da muss man nicht mal drüber nachdenken. Aber ja, dass das Ganze natürlich so schnell in die Öffentlichkeit geraten ist, das ist bemerkenswert, muss man lassen. Aber ich oute mich auch als moralischer, nicht moralischer Fan davon, dass ich solche Angelegenheiten immer sehr amüsiere. Also amüsieren ist vielleicht ein Stichwort, da wollte ich auch noch was zu sagen, wo ich mich am Ende im Nachhinein wirklich schäme. Ja? Sie hat ja diese Livestream gemacht, hat jemand aufgezeichnet auf Instagram. Haben mehrere, sagen wir es mal so. Ja, aber dieser Austreif-Freak ist, glaube ich, immer ganz vorne dabei. Und, ja, wieder ein Ösi, war ja klar. Und, fertig. Das guckt. Nee, und, ich habe mich dabei erwischt und das ist wirklich bitter und ich schäme mich ja schon so ein bisschen, vielleicht auch nicht so wirklich, aber doch vielleicht doch ein ganz bisschen, oder eigentlich, also eigentlich ist es jetzt, wie soll ich das sagen? Also ich habe gelacht und ich schäme mich dafür. So ist es, glaube ich, richtig. Die Kommentare, die sie da bekommen hat, das war eigentlich so, also so heftigst unter der Gürtellinie von Zuschauern, die sie da gesehen, also wer es nicht gesehen hat, sie hat da gesessen, sie hat geheult oder Zwiebeln geschnitten. Eins von beiden. Weiß man nicht so genau, eins von beiden. Ja. Und immer aufs Skript geguckt oder aber in die Verlegen irgendwo runter oder sonst irgendwas. Körpersprachenexperten können das bestimmt auch mal entschlüsseln. Also sie hat auf jeden Fall geheult und für den unbedarften Zuschauer muss es so ausgesehen haben, als wäre das echt. Und dann kommen da Kommentare, wo ich nicht mehr, also wirklich auch überhaupt nicht mehr an das Gute im Menschen glaube. Und ich habe mich dabei erwischt, darüber zu lachen. Und ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil das so abgrundtief böse war. Kennt ihr das? Ja, ja. Also das ist so, also man darf eigentlich gar nicht lachen, weil es so widerlich ist und dann ist es aber so böse, dass man, kennt ihr das? Und ja, also eben. Und was ich jedenfalls sagen will, da mal wieder gesehen, ne, wer am Boden liegt, gerne nochmal drauf treten, einfach nur widerlich. Egal, ob das wahr ist oder nicht, in dem Moment, wo man da hinkommt, muss man annehmen, dass es wahr ist. Und wenn ich da in die Kommentare gelesen habe, dann armes, armes, armes Deutschland, arme Zukunft. Randy. Boah, in dem Sinne, seid ihr weiblich und Single, es ist wieder einer frei. In dem Sinne, Däumchen da lassen nicht vergessen. Bei den anderen Bilden vorbeischauen, Tinder-Profile abchecken und bis dann, haut da rein. Tschüss. Tschüss.